Was wünschen Sie sich, was Kultur uns künftig und Kunst im öffentlichen Raum, darum geht es ja, bedeuten möge? Alles. Also Kunst im Raum und das Erlebnis von Kunst ist tatsächlich wahrscheinlich unmittelbarer und tiefgründiger als jeder andere soziale Erfahrungszusammenhang, den wir haben, die Möglichkeit, uns als Mensch zu entdecken. Weil es uns unmittelbar vor Augen führt, was wir können, wenn wir wollen. Ja. Und wenn wir uns gemeinsam aufeinander einlassen. Und ich hoffe sehr, dass in dieser Phase, die jetzt vor uns liegt, in der wir, glaube ich, noch viele, viele, viele öffentliche Diskussionen miteinander führen müssen, um miteinander zu verarbeiten, was eigentlich in diesem letzten Jahr passiert ist. Wir kratzen dann noch an der Oberfläche. Ich glaube wirklich, die Verwundungen dieses Schocks liegen viel tiefer und kommen wie bei jedem anderen psychologischen Schock auch erst in Jahren. Ja. Dass wir dabei uns der Kraft, die uns kulturelle und künstlerische Zusammenhänge geben können, besinnen, weil wir sie brauchen werden, wenn wir daraus dann doch noch vielleicht etwas ziehen wollen, das uns schlauer macht und das uns resilienter macht, wie man heutzutage so sagt, also widerstandsfähiger gegenüber ähnlichen Situationen in der Zukunft. Ich danke Ihnen sehr. Sehr gerne.
Thank you.
man sagt manchmal, wir müssen, das ist ein Sieg gegen diese Virus. Ja. Werden wir das gewinnen? Ich weiß nicht. Das Gefahr, es ist gewinnen gegen das Virus, aber was verlieren wir? Vielleicht verlieren wir die Möglichkeit, einfach in Frieden zu sein. Siehst du, okay, das haben wir, aber wir verlieren, was für viele Leute, für uns, Kontakt mit Publikum und Publikum, Kontakt mit uns. Natürlich, man kann immer ein CD zuhören, aber das wird nie einmal das richtige Ersatz für Musik. Was passiert in einem Konzertsaal? Es ist nicht nur das Genuss, es ist wirklich die Vibration von alles, von die Wände, von Boden etc. und die Menschen, auch wenn sie analysieren das nicht, wir spüren das, wir kriegen da etwas. Und das kann man überhaupt nicht remplazieren. Ersetzen, ja. Ja, es ist wirklich, wirklich da. Es gibt einen großen Verlust. Mhm. Wir wollen Lösung, wir versuchen Lösung zu finden, das ein Konzert so zu präsentieren, auch wenn es ist ein Ersatz, es ist absolut ein nötiger Ersatz. Aber ich warte und ich hoffe, wir werden nicht definitiv das verlieren. Mhm. Ja, bei Ravel mit Couperin, auch wenn es heißt Tombeau, es ist überhaupt nicht ein trauriges Stück. Das ist eine Idee, was Couperin hätte gemacht, eine Suite von Tanz etc. Das ist. Bei Beethoven, was ist besonders in diesen Stücken? Es gibt keinen Konflikt. Oft in den Stücken von Beethoven, es gibt einen Konflikt zu lösen. In diesem Stück überhaupt nicht. Es gibt diesen ersten Satz mit Elan, mit Schwung. Und sofort, dass auch ein Teil des Orchesters, aber es könnte viel leiser sein, es könnte zart sein. Ja, wir wollen, ja, aber bitteschön. Die Opposition zwischen Forte und Piano sind nicht ein Kampf, ja, sind nur eine Konversation, ja, eine Leichtigkeit, was existiert nicht immer bei Beethoven-Musik. Der zweite Satz mit dieser Ironie, mit diesem Metronom, tak, 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 und die Melodie, diese fast Musikbox-Atmosphäre, ja, das ist etwas, was existiert nicht oft bei Beethoven, die Leichtigkeit. Das ist ein leichtes Stück. Vielleicht nicht mehr schon im letzten Satz. Im letzten Satz die Seele Beethoven in dir. Ja, wir wollen leicht. Wir wollen leicht. Wir müssen leicht. Das ist vielleicht nicht mehr die Atmosphäre von erster oder zweiter Satz. Aber das ist ein Challenge für Musiker, in diese Situation zu machen. Sie meinen mit den Abständen? Die Abstände. Ja. Ja. Die Abstände. Man sieht das vielleicht nicht auf dem Screen, aber zwischen der letzte Musiker links und der erste Musiker rechts gibt es 30 Meter. Mhm. Und man muss als zusammen eine leichte Konversation machen. Das ist gar nicht so leicht. Aber wir wollen das. Dieser Will von Beethoven wollen wir auch. Mhm. Und man muss Lösungen finden. Und diese Freude am Spiel. Und das existiert in diesen Stücken, speziell in diesem Stück von Beethoven. Nicht alle Stücke sind so, aber da, mit dieser 8. Symphonie, ja, wir haben Spaß, das zu spielen. Thank you.
This Ravel concerto you're playing now, you've been playing it for 2.5 years or something. I was 17, I think, first time. Yes. I played with Charles Dutoit. Mm. It was his first professional appearance in Radio Lausanne. Yes, not easy for any orchestra. Very difficult. Yes. And joyful? Yes. It's a very colorful and light, full of light, no? Yes, yes. It's fun. Yes. Yes, I like it very much. So it is. And it's a little bit jazzy and a little bit French and a little bit many things together. Mm. It's very successfully composed. I feel that it is the right moment of playing music like that, because now in February 2021, we kind of, you know, start hoping that this epidemic situation will eventually come to an end. And I feel we have to share some light and some joy and some smile. Yeah. This is my hope. Do you think audience will come back and go to concerts very easily? I mean, it is my yes, hope. Yes, I think yes. Yeah. And I think probably there will be a renewal of, you know,
yearning to hear live music and to be in a place, even with a certain distance, to be with other people sharing this thing. I think this will happen because we people are like that, aren't we? Das Ziel, das innere Ziel, was man haben muss, wenn man so ein Instrument baut, ein Medium baut, ist, dass es verschwinden kann, dass es gefühlt eigentlich nicht mehr da ist und dass es keine Rolle spielt, sondern dass nur noch die Essenz, der Inhalt dessen, was daran eigentlich gemacht wird, dass das nur noch zählt und alles andere verschwindet. Das heißt, dass der Raum zwischen der menschlichen Fantasie und den physikalischen Möglichkeiten durch so ein Riesending im Grunde verschwindet. Wir haben die Vorstellung entwickelt, dass der Flügel diese Verbindung zwischen Musiker und Publikum nicht stört, so als wenn er unsichtbar wäre. Es war so eine Idee, das Angebot an Flügel, das wir hier in der Leishalle haben, noch um einen ganz besonderen zu ergänzen, den es nur hier gibt und der natürlich außerordentliche Qualitäten haben muss, sonst macht es ja keinen Sinn. Flügel werden nicht gesucht, sondern die finden uns, die kommen zu uns. Es war eine Verkettung von Umständen und irgendwann haben wir dann gesagt, das ist der Flügel genau für diesen Zweck. Der Flügel war nicht zu spielen. Klanglich ganz eng und mechanisch funktionierte da einfach nichts. Die Dämpfer sahen furchtbar aus, die Saiten sahen furchtbar aus. Es war alles irgendwie zusammengeklopft und es sind viele, 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 viele Stunden Arbeit reingeflossen. Aber die Instrumente haben ja alle ein Potenzial gespeichert. Und solange die Gussplatte nicht gebrochen ist, das Gehäuse nicht verbrannt ist oder der Flügel mal ein paar Monate im Meer geschwommen ist, kann man die relativ gut wieder herrichten. Wenn man den Resonanzboden das erste Mal quasi ohne Saiten hat, es ist keine Gussplatte mehr drin, der ganze alte Lack ist runtergenommen und man klopft ihn so ein bisschen an, dann merkt man das erste Mal, was passiert. Das war hier exakt genau so gewesen und man merkt, oha. Was darauf hinwies, dass wir vielleicht etwas Besonderes vor uns haben, ist, wenn der Flügel unter Saiten ist und das erste Mal klingen kann. So diese ganzen klanglichen Vorstellungen, die man hat, auf einmal hört man das alles, man fühlt es und man merkt auch, dass man dadurch einfach das, was wir mit einem Flügel versuchen, ist, dass wir eigentlich dem Musiker eine Palette an Möglichkeiten anbieten. Und diese Palette soll eigentlich reichhaltiger sein als die Möglichkeiten des Musikers. Es hat gut 2 Jahre gedauert, bis ein Anruf kam und mir gesagt wurde, Daniel, wir glauben, wir hätten ihn. Es ist ein Steinway. Es ist ein Steinway, der 1925 gebaut wurde. Und Steinway baut bis heute sicherlich die besten Flügel. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass das gelungen ist, denn jetzt haben wir etwas, was es wirklich sonst nicht gibt. Im Prinzip besteht seitens der Symphoniker Hamburg der Wunsch, einen Flügel zu haben, der nicht beliebig ist. Die haben eine Klangvorstellung entwickelt. Sie spielen in der Leishalle, das ist auch kein beliebiger Ort, sondern es sind ganz konkrete Rahmenbedingungen. Und wir möchten einen Flügel zur Verfügung stellen, der diesem Ganzen Rechnung trägt. Und das Instrument ist eben nicht irgendwann sagt, bis hierher und nicht weiter, sondern dass es quasi so ein bisschen grenzenlos ist.
im Kopf des Pianisten entsteht was und das geht durch neuronale Prozesse, irgendwie durch Motorik und so weiter in die Hände und die landen am Ende auf den Tasten und dann ist ein Fremdkörper da. Also ein Musikinstrument zwar, aber ein Objekt, was jetzt das aufnehmen muss und verlustarm irgendwie am Ende als Schall zu einem Hörer transportieren. Die Auflösung der Materialität in einem Zustand, in dem nur noch Geist ist. Er hat diese Qualitäten. Er hat diese Qualitäten, etwas zu öffnen, was man sonst nicht öffnen kann, weil da sehr viel Materie dazwischen steht. Thank you.
Musik.